Wo kann man als Schlossherr selbst Geschichte schreiben, Geschwindigkeitsrekorde aufstellen oder auf Indianerpfaden wandern? Willkommen in der Region Zwickau. Die Vielfalt an Burgen und Schlössern, die artenreiche Naturidylle, außergewöhnliche Freizeitangebote und originelle Kulturevents machen die Region Zwickau zum Land, in dem Träume wahr werden. Zwischen dem Tal der Zwickauer Mulde und dem Erzgebirge bieten sich unzählige Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen oder einfach die wundervolle Natur zu genießen. Gehen Sie auf Spurensuche in sächsischer Geschichte und begegnen Sie klugen Köpfen bei den Zeitsprüngen durch den Landkreis Zwickau. Erstmals erwähnt 1118 blickt Zwickau auf eine lange Geschichte zurück. Die heutige Kreisstadt oder genauer gesagt ihre Handwerkerschaft und die Bürgerschaft spielten in der Zeit der Reformation eine entscheidende Rolle. Die Stadt an der Mulde gehörte im 16. Jahrhundert zu den bedeutenden Zentren der Reformation. Martin Luther selbst predigte 1522 viermal in der Stadt. Die Gottesdienste in Zwickau wurden ab 1524 sogar in deutscher Sprache gehalten. Zwickau war nach Wittenberg die zweite Stadt weltweit, in der sich die Reformation durchgesetzt hatte. Begeben Sie sich auf den Lutherweg und erleben Sie einen Rundgang durch die Stadt auf den Spuren der Reformation. Eine kulturhistorische Zeitreise führt Sie an Orte, welche die Geschehnisse im Zuge dieser geistigen Umwälzung wieder greifbar machen. Wandelte man eben noch auf dem Lutherweg durch das 16. Jahrhundert, so lässt der an vielen Stellen kreuzende Schumannweg einen geradewegs ins 19. Jahrhundert springen. Im Eckhaus am Hauptmarkt 5 zu Zwickau erblickte am 8. Juni 1810 Robert Schumann das Licht der Welt. Damals ahnte sicher niemand, dass aus dem Jungen eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Musikgeschichte werden sollte. Der kleine Robert wuchs in Zwickau auf und entwickelte hier sein musikalisches Talent. Mit der Komposition von Klaviermusik, Liedern, Bühnen, Chor- und Orchesterwerken und Kammermusik machte er sich später einen Namen. Mit mehr als 4000 Originalhandschriften Robert Schumanns und seiner Gattin, der Pianistin Clara, geborene Wieck, beherbergt das Haus heute die weltweit größte Schumann-Sammlung. In 8 Räumen wird der Geist von Robert und Clara Schumann in Porträts, Musikinstrumenten, Handschriften und Erinnerungsstücken wieder lebendig. Das ist er. Das ist der Flügel, an dem Clara Schumann gespielt hat. Sie hat diesen Flügel geschenkt bekommen, da war sie noch ganz jung gewesen. Vielleicht hat sie auch das hier geübt. Jeder, der Klavier spielt, muss das auch spielen, von Beethoven. Und dann hat sie das bestimmt auch gespielt. Oder sie hat vielleicht auch das große Klavierkonzert von Robert Schumann hier geübt, welches sie aufgeführt hat. Das einzige Klavierkonzert von Robert Schumann, sehr, sehr berühmt geworden. Ach übrigens, auf den 100 D-Mark-Scheinen, die wir alle nicht mehr haben, ist auf der Rückseite doch der Entflügel drauf und auf der Vorderseite ist Clara Schumann drauf. Und der Flügel auf der Rückseite, dieser, der hier steht, war die Vorlage für das Bild auf dem 100 D-Mark-Schein.
Heute ehrt die Stadt ihren weltberühmten Sohn unter anderem durch den Namenszusatz Robert Schumann Stadt Zwickau und lädt ein, seiner Musik in Konzerten und zahlreichen anderen Veranstaltungen zu begegnen. Und wenn wir einmal bei Namenszusätzen sind, Automobilbau. Dieses Wort fällt ebenfalls in einem Atemzug mit der Stadt Zwickau. Zwickauer Automobilbau ist untrennbar mit einem Mann verbunden, dem Kraftfahrpionier August Horch. Er gründete hier 1908 die Horch- und Audi-Werke. Damit war der Grundstein gelegt. Seit dieser Zeit werden in Zwickau ohne Unterbrechung erfolgreich Kraftfahrzeuge entwickelt und produziert. Das August-Horch-Museum lässt im Gebäude des früheren Audi-Werks auf 3000 Quadratmetern Geschichte und Geschichten wach werden. Die Erlebnisausstellung nimmt ihre Gäste mit auf eine Reise durch die über 100-jährige Geschichte des Automobilbaus in Zwickau. Diese Spitzenleistung konnte uns auch keiner nachmachen. Da waren wir also richtig gut. Und deshalb darf ich sagen, dass also die erfolgreichsten Luxusautos aus Zwickau kommen. Hier sieht, fühlt, hört und riecht man den Pioniergeist und Erfindungsreichtum der über 100-jährigen Automobiltradition. Nicht, dass Sie glauben, es ist ein Postauto, weil das alles so gelb ist. Nachdem ich 1911 gewonnen hatte, haben wir dann ab 1912 die Autos in den Farben des Hauses Habsburg lackiert. Und das ist das berühmte Habsburger Gelb. Deshalb also diese Farbgebung, das war also als Respekt vor dem Kaiserhaus. Erleben Sie Meilensteine, Markengeschichte und Zeitkolorit. Weder besonders schön, schnell oder gar luxuriös, aber dennoch legendär. Für Millionen DDR-Bürger war er der heiß ersehnte, treue Begleiter in allen Lebenslagen. Der Trabi. Selbst als Rennpappe markant und unverwechselbar. Hergestellt im VEB Sachsenring. Die gleichnamige Rennstrecke ist berühmt für ihre Motorradrennen. Das Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernsthal lässt mit viel Liebe zum Detail die Glanzzeiten wieder aufleben. Tradition ist schön, aber was treibt der Nachwuchs? Fahrradfahren, Skifahren, Motorradfahren. Ich fahre Minibike seit 2008. Über 100 km/h im fünften Gang, bei voller Schräglage. Der moderne Sachsenring, Austragungsort diverser Rennveranstaltungen und beliebter MotoGPs. Wer möchte, kann auf dem Sachsenring die eigene Fahrsicherheit trainieren oder seine Nerven im Renntaxi oder als Seitenwagen-Copilot testen. Wesentlich ruhiger geht's ein paar Kilometer abseits zu. Natur aktiv erleben und genießen. Lassen Sie sich entführen in eine Landschaft dichter Wälder und sanfter Hügel, blühender Wiesen und plätschernder Bäche. Erleben Sie das Muldental mit seiner intakten Natur auf gut ausgebauten Rad- und Wanderwegen. Die Region ist sehr stark mit dem Bergbau und dessen Geschichte verbunden. Hier befinden wir uns an einem ganz wichtigen historischen Standort der ehemaligen Bergbausiedlung Fürstenberg. Vom 13. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert ist in diesem ganzen Gebiet immer Bergbau betrieben worden. Der Hohe Forst ist ein idyllisches Waldgebiet und fasziniert mit Zeugnissen aus mittelalterlichem Bergbau und einer Vielfalt von Flora und Fauna. Der Rundwanderweg, der hier begangen werden kann, von jedem Besucher frei im Wald zugänglich. Da ist insgesamt 5 Kilometer. Unser Verein der Kirchberger Natur- und Heimatfreunde als Kirchberger Bergbrüder bietet Führungen an, wo obertägig und dann auch zu bestimmten Zeiten untertägig dann alles den Besuchern, Wandergruppen gezeigt werden können.
Egal, ob man nun auf Action oder auf Erholung aus ist, der Wassersport bietet ausreichend Variationen, um den Vorlieben aller gerecht zu werden. Kajak- oder Schlauchboottouren sind unvergessliche Erlebnisse für Jung und Alt. Geheimnisvoll und sagenumwoben sind die Burgen und Schlösser entlang und nahegelegen der Zwickauer Mulde. Jede dieser historischen Anlagen hat dabei seine eigene lebendige Geschichte und Besonderheit zu bieten. Das Besondere an unserer Burg Schönfels ist die wertvolle spätgotische Bausubstanz. Sie können bei uns eine spätgotische Bohlenstube und eine spätgotische Burgkapelle bewundern, die ihresgleichen hier in der ganzen Region sucht. Der Besucher hat bei uns das besondere Erlebnis, die aktuellen Bauforschungen und unsere aktuellen Sanierungen und Restaurierungen hautnah mitzuerleben, wie es selten möglich ist. Und was mich besonders freut, ist, dass wir eine ganze Menge junge Fans haben, die unsere Kinderangebote wahrnehmen. Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain ist eine in Deutschland einmalige Museumsanlage. Die Besonderheit dieses Landwirtschafts- und Freilichtmuseums ist darin begründet, dass vom Gutshof mit Schloss bis zum Gartenschuppen der Gebäudebestand im Wesentlichen original vor Ort erhalten ist. Die romantischen Schlosskulissen werden immer wieder gern für außergewöhnliche Ereignisse, unvergessliche Traumhochzeiten oder Filmdreharbeiten genutzt. Alles andere als verstaubt und trotzdem traditionell und informativ präsentiert sich in der Tourismusregion Zwickau eine große Dichte an Museen. Die Kunstsammlungen Zwickau geben unter anderem Einblick in das Schaffen des gebürtigen Zwickauers und Brücke-Künstlers Max Pechstein. Die städtischen Bestände an Gemälden, ergänzt durch bedeutende Leihgaben aus Privatbesitz, setzen besondere Höhepunkte in der Ausstellung. Im Schlosspalais von Liechtenstein verbirgt sich eine der außergewöhnlichsten Ausstellungen Deutschlands. Das Erzgebirge und unsere Region sind ja bekannt für Holzbildhauerkunst. Vom Bergmann und Engel angefangen über geschnitzte Miniaturen. Und wir stellen als DEZ-Zentrum das Kontrastprogramm dar. Wir zeigen die Vielfalt der Holzbildhauerkunst aus aller Welt. Das DEZ-Zentrum präsentiert Meisterwerke in Holz. Mehr als 550 Kunstwerke aus 5 Kontinenten, vereint durch das Material Holz. Eine Sammlung, die eine Reise um die Welt garantiert und dabei Märchen, Mythen, Legenden aus aller Welt, aus den verschiedensten Kulturen vorstellt. Eine unvergleichliche Entdeckungstour, abwechslungsreich, informativ und immer wieder überraschend. Vielfältige thematische Führungen, wechselnde Sonderausstellungen und Schauvorführungen lassen Holz quasi lebendig werden. Einer der zahlreichen Höhepunkte unserer Ausstellung ist unser Marokko-Raum, in dem Kunst und Kunsthandwerk wunderbar miteinander verschmelzen. Unsere Moscheenkuppel ist geschaffen aus Atlaszeder und die Marokkaner sagen, Zeder verströmt den Geruch des Glückes. Man kann also bei unserem Rundgang sogar ein bisschen Glück mit nach Hause nehmen. Wer denkt denn jetzt an zu Hause? Wir setzen unsere Reise um die Welt gleich nebenan fort. Ein Spaziergang durch 16 Bundesländer und 5 Kontinente an nur einem Tag. In der Mini-Welt im sächsischen Liechtenstein wird diese Vision Wirklichkeit. Folgen Sie uns ins Abenteuerland für Kinder und Familien, zu wunderbar angelegten Wildgehegen und Tierparks. Also man könnte so eine Anlage in Mittelamerika, Südamerika finden, wie wir sie hier gestaltet haben. Zurzeit haben wir 7 rote oder auch Kuba-Flamingos genannt und darüber hinaus
rote Fischler, Seidenreiher, Witwenpfeifgänse, Babosaka-Enten, aber alles verschiedene Arten aus dem südamerikanischen Raum. Zum Toben, Spielen und Entdecken warten Spielplätze, Lern- und Erlebniswelten und zahlreiche Erlebnisbäder auf ihre Gäste. Abenteuerlich wie seine Schriften stellt sich das Leben eines der wohl bekanntesten deutschen Schriftsteller dar. Hier in diesem Haus in Hohenstein-Ernsthal ist unser sächsischer Fabulierer und der meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache Karl May geboren worden, am 25. Februar 1842. Diese Wiege Old Shatterhands ist damit ein sehr gut frequentiertes und gern besuchtes Museum. Die Dauerausstellung im Karl-May-Geburtshaus zeigt eine vollständige Darstellung von Leben und Werk des großen Autors. Es gibt natürlich bei uns im Museum sehr viele skurrile Objekte, die im Zusammenhang mit May stehen, zu besichtigen. So diese Silberbüchse, also das Gewehr Winnetous. Leider ist dieses Objekt, und das ist das Besondere, bei Dreharbeiten des ZDFs in Prag zu Schaden gekommen. Aber was gibt es Schöneres, als für einen Karl-May-Film zu sterben? In 46 Sprachen übersetzt und allein in deutscher Sprache in einer Auflage von mehr als 80 Millionen erschienen, hat Karl May die Leser wie kaum ein anderer in seinen Bann gezogen. Besonders skurril sind die Objekte der Schreibmaschinenbände, die wir haben. Da es zu DDR-Zeiten keine Karl-May-Bücher zu kaufen gab, hat ein Herr Tümmler aus Zwönitz 23 Bände mit der Schreibmaschine Erika abgetippt, akribisch Buch darüber geführt. Und da es auch ein Problem war, einen Buchbinder zu finden, hat er es in diese relativ schönen und stillosen Mappen eingeklemmt. Aber original Karl May mit Schreibmaschinenschrift geschrieben. Karl May wurde im Stadtteil Ernsthal als Sohn armer Webersleute geboren. Sein Vater Weber, Hausweber, hat wie 80% der Ernsthaler sein Geld mit Hausweberei eben verdient. Ein sehr anstrengendes Werk, was gerade dazu reichte, die Familie knapp ernähren zu können. Apropos Weben. Im Fortgang der Industrialisierung wurde das Weben immer mehr und mehr von Maschinen verrichtet. Davon liefert unter anderem das Museum in Hohenstein-Ernsthal eindrucksvolle Zeugnisse, welches im Übrigen auch das bereits erwähnte Rennsportmuseum beheimatet. Diese spannende Mischung lässt keine Langeweile aufkommen und zeigt umso mehr, wie nah die touristische Vielfalt zum Entdecken, Erleben und Genießen hier beieinander liegt. Diese Vielfalt macht die Region Zwickau zu einem Land, in dem Träume wahr werden. Aber davon überzeugen Sie sich am besten selbst.